Und der tatsächliche Weg zum Glück ist eher ein Ausweg aus den überzogenen Ansprüchen und überzogenen Erwartungen, ein Ausstieg aus den hohen Ansprüchen in Bezug auf soziale Rollen und in Bezug auf Lebensziele, ein Ausstieg aus den hohen Ansprüchen an jeden einzelnen Tag. Das wahre Glück ist ein unauffälliges kleines Glück und liegt tatsächlich in der Bescheidenheit und Demut gegenüber all dem Wahnsinn in der Welt. Zitat, ist dies auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Zitat Ende. In der Akzeptanz des Unperfekten und besonders darin, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sich von seinen eigenen inneren Widersprüchen zu befreien, wie ein gut gestimmtes Instrument zu sein, ohne innere Disharmonien. Aber die dafür nötige Selbstüberwindung ist keine einmalige, keine Einzelaktion, sondern eine andauernde Aktion, ein alternativer, holpriger Weg, der allein schon schwer genau zu beschreiben ist und eben noch schwerer zu beschreiten, ein Weg, den man für sich selbst finden kann, und dieser schwere und aber bloß scheinbar karge Weg macht mindestens glücklicher als der banale Weg, einfach seinem individuellen Narzissmus nachzugehen, wo man schließlich nur an der Gier erstickt oder an der Eitelkeit verzweifelt oder wegen Anpassung und Konformität selber gar nicht erst wirklich stattfindet.